Nach dem Auspacken müssen Sie zuerst die Hardware installieren. Schrauben Sie hierzu die Antenne an das Gehäuse. Danach verbinden Sie die Kamera mit dem Strom. Sie sehen, dass das gelbe Licht aufleuchtet. Die Kamera wird anschließend ihre Einrichtungsfahrt vornehmen. Ist diese vorüber, verbinden Sie die Kamera mittels des LAN-Kabels direkt mit Ihrem Router. Das grüne Licht an der LAN-Buchse zeigt Ihnen, dass eine Verbindung besteht. Anschließend öffnen Sie an Ihrem Rechner das vorab installierte Insta-Kamera-Tool. Ihre Kamera erscheint nach einem Suchlauf mit einem vorab festgelegten Namen. Wechseln Sie nun zum Karteireiter IP-Konfiguration und wählen Sie Ihre Kamera aus. Der Standardbenutzer ist Admin, das Passwort Insta. Auf der rechten Seite sehen Sie nun die Einstellungen zur Verbindung mit Ihrem Netzwerk. Hier sollten die meisten Felder bereits mit Eingaben versehen sein. Überprüfen Sie nun Folgendes. Der Haken bei IP per DHCP beziehen sollte nicht angewählt sein. Tragen Sie stattdessen eine nicht vergebene IP-Adresse für die Kamera ein. Die letzte Nummer sollte hoch genug sein, um nicht zufällig durch ein anderes Gerät bereits benutzt zu werden. Die Gateway-Adresse ist die IP Ihres Routers. Der HTTP-Port ist in den meisten Fällen Portnummer 80. Haben Sie das erledigt, drücken Sie auf Senden. Nun wechseln Sie zurück in den Karteireiter Suchen und betätigen einen Doppelklick auf die Kamera. Es öffnet sich die Web-UI. Um die Kamera mit Ihrem WLAN zu verbinden, wählen Sie unter dem Karteireiter Netzwerk den Punkt WLAN. Lassen Sie nun mit einem Klick auf WLAN aktivieren und anschließend auf Suchen nach verfügbaren Netzwerken suchen. Wählen Sie anschließend Ihr Haus-WLAN und klicken auf Übernehmen. Im folgenden Fenster müssen Sie Ihren Netzwerkschlüssel eingeben. Wichtig ist hierbei, dass Sie die richtige Verschlüsselungsart, also WPA, WPA2 oder WEP gewählt haben. Mit einem Klick auf Bestätigen und anschließend auf Test testen Sie die Verbindung mit Ihrem Netzwerk. Ist der Test erfolgreich, ist dieser Teil abgeschlossen. Die Kamera ist nun per WLAN erreichbar. Um die Ersteinrichtung abzuschließen, klicken Sie nun auf den Karteireiter Software auf der linken Seite. Wählen Sie nun Neustart und starten Sie die Kamera neu. Nach dem Neustart ist die Kamera im Netzwerk betriebsbereit. Sie können nun einen Alarm einstellen oder andere Benutzerangleichungen auswählen. Je nach Internetverbindung und WLAN-Stärke kann es ratsam sein, die Videoeinstellungen anzugleichen. Diese finden Sie unter dem Karteireiter Multimedia. Hier können Sie die Videoauflösung, die Bilder pro Sekunde, die Bitrate sowie die Bildqualität beeinflussen. Bei stockendem Videobild oder langer Ladezeit kann es von Vorteil sein, niedrigere Werte einzutragen, um eine unterbrechungsfreie Übertragung sicherzustellen. Mit einem Klick auf Bestätigen sind die neuen Einstellungen übernommen. Die Kamera startet nun wieder neu.